Könnt ihr mich hören? Bitte mal ein Feedback. Die Technik, die hat mich jetzt echt verlassen. Das machen wir aus. Hört ihr mich? Sehen müsstet ihr mich? Ich sehe mich. Wenn ihr mich jetzt auch hört, dann wäre es super. Wenn ihr mich läuft, super, danke für die Rückmeldung. Es war jetzt echt ein bisschen kompliziert. Sorry, dass es heute so spät angefangen hat, weil jetzt mal wieder ein technisches Problem. Meine alte Krux, das wisst ihr ja, das ist so ein bisschen mein Ding immer. Die Technik, ja. Und dann möchte ich eigentlich gleich mit dem ersten Thema anfangen. Also schön, ich sehe gerade 22 Leute da. 7 Daumen hoch, dankeschön. Ganz kurz ein bisschen schimpfen, nur ein kleines bisschen. Es wäre schön, wenn das Kommentarniveau wieder auf die gewohnte Ebene rutscht. Das ist gestern aufgrund eines Kommentators, ihr wisst, wen ich meine, etwas abgesunken. Er wurde vielleicht auch etwas provoziert, muss ich zugeben. Die Reaktion drauf war aber dann wieder mal sehr weit unter der Gürtellinie und ein paar von euch haben sich da ein bisschen mit reinziehen lassen und fand ich jetzt nicht so gut. Und deshalb eine Bitte an alle, bitte wieder auf unser gewohntes sachliches Niveau. Das wollen wir doch halten, weil ja, ich fand es immer super, was ihr geschrieben habt. Das jetzt nur ganz kurz, dann ist dieses Thema soweit beendet. Und dann, mit welchem Thema fangen wir denn an? Ich würde sagen, so wie es in der Überschrift steht, das Thema Schutzhunde zum Beispiel. Wollte ich euch noch erzählen, ich habe ja mit Seki telefoniert. Auch da gingen die Meinungen ja auseinander, ob er, also teilweise wird es ja so formuliert, selber schuld und schön blöd, wenn er trotz der Warnungen und so weiter. Ich kann nur dazu nochmal sagen, die Natalia hat eine sehr überzeugende Art, ein Auftreten, das einen gerne mal glauben lässt, was sie sagt, bis man eben eines Besseren belehrt wird. Es ist wirklich schwierig, einige von euch, die dort persönlich waren, die sie persönlich kennen, Angelina zum Beispiel, du weißt, wie sie sein kann, wenn man noch gut Freund ist. Und das hat sie natürlich in dem Fall auch. Nebenbei noch eine ganz witzige Story. In dem Vertrag hat man ja sehen können, dass Seki einen Ratenvertrag gemacht hat. Lag jetzt nicht daran, dass er das Geld nicht hatte, sondern er denkt, wie mit einem Handwerker, ein bisschen Geld, ein bisschen Leistung, Geld, Leistung und so weiter. Und deshalb nicht alles in Vorkasse. Finde ich, macht absolut Sinn. Die Raten waren auf, wenn ich es recht im Kopf habe, ich glaube um die 280 Euro. Und dann kam ein, ich weiß nicht was, ein Anruf oder eine WhatsApp, ich glaube eine WhatsApp, ob er denn nicht ob er denn nicht 500 Euro überweisen könnte, weil, hey Josie, sie möchte sich eine Kuh kaufen. Die 500 Euro wurden überwiesen, was dann als Rate natürlich abgezogen wurde vom Gesamtpreis. Das lief also korrekt. Aber die Kuh steht heute noch nicht da und die Frage ist natürlich,
hat sie die eine Kuh für Hundefutter gebraucht? Nein, weil das Angebot war ja noch, er könnte dann reines Biofleisch und so auch bekommen. Also das ist ganz witzig. Ja, den Josi, ich weiß nicht, die hat gerade irgendwo die Flöhe husten hören und dann musste das natürlich kundtun. Josi, was war denn los? Na, jetzt liegt sie wieder da unten und pennt so vor sich hin. Ja, dann, wenn wir schon beim Thema Hundefutter sind, es gibt wohl keine Mäntel mehr. Es gibt wohl aktuell auch noch kein Hundefutter, falls es das jemals geben wird. Ich weiß es nicht. Bin da nicht up to date. Wo ich up to date bin, das ist mit den, Moment, ich muss nur ab und zu ein bisschen lesen. Ja, Angelina, das war unnötig mit den Kommentaren. Genau. Ja. Josi, sag mal hallo. Mal so, Moment, Josi darf jetzt mal kommen. Oh, der Tisch war auch schon mal leichter. Josi, komm her. Komm, Hobby. Schau mal hier. Da, hier. Ja, da komm hierher, Hobby. It's a Hub. Hobby. Oh Mann. Komm mal, da schau. Was ist da? Schau mal. Da ist nichts zum Essen. Schau mal hierher. Josi, hey. Da ist sie. Josi, da, schau mal. Da, hier, da, schau. Da ist. Josi, da. Josi, hier ist die. Hallo, da ist die Kamera. Also, Josi mag mich. Oh, du magst auch hoch. Die Wanne ist voll, die Eckbank ist voll. Jo. Ivi sagt auch hallo. Guck. Hallo. Die ist im Moment bei mir. Das ist übrigens der Angsthund, der unter der Eckbank rausgezogen wurde. Der aber hat irgendwas im Hals. Ja, Josi, komm her. Der mit Tanne in ein Körbchen gezwungen wurde. Einige von euch haben das Video von der zeitlosen Hundetherapie gesehen. Ich bin erschrocken, muss ich sagen, wie ich den Hund kennengelernt habe und wie sie sich entwickelt hat. Es ist phänomenal. Sie ist jetzt seit 4,5 Wochen hier. Sie hat mir von, oh ja, Pfoti. Sie hat mir von Anfang an vertraut. Und ich kann euch mal ein paar Bilder zeigen, wenn ihr wollt. Ich gehe mal runter, bitte. Danke. Sehe nur ein Standbild. Nee, passt schon. Moment, ich suche euch was her. Also, das hier, upsi, bleib so. Zwei, könnt ihr es sehen? Die zwei Mädels. Josi, geh vom Tisch runter. Oh, hier geht's zu. Das sind die zwei Mädels im Auto. Josi, geh mal auf Seite, komm. Einmal, zweimal. So, jetzt seid ihr versorgt und verräumt. Dann, ich zeige euch noch ein. Wollt ihr noch Fotos sehen? Ich habe schlechten Empfang. Also ich habe volles WLAN hier. Ich habe gerade hier geguckt. Bild ist unscharf. Ey, komm. Ich bemühe mich doch, scharf zu sein. Dann, Moment, dauert ganz kurz. Dann haben wir. Ja, jetzt wisst ihr dann auch, wie meine Bettwäsche aktuell aussieht. Könnt ihr das sehen? Die zwei Mädels beim Schlafen. Und ich habe noch eins, wo sie im Wohnmobil liegen. Danke, Kerstin. Und oh, haben wir noch ein schönes von den beiden Damen. Das finde ich mal ein Einzelbild, aber das finde ich auch sehr hübsch. Was kostet die Welt? Und
Und eines fand ich besonders schön, aber das finde ich nicht mehr. Da ich weiß, wo ich es finden kann. Nee, auch nicht. Na, dann eben nicht. Aber jetzt habt ihr ja mal ein paar Fotos gesehen. Also die ist total, also aussie typisch eben, also wie alle oder die meisten Shepherds, vorsichtig bei fremden Leuten, aber sonst sehr aufgeschlossen. Übrigens, so sieht das hier gerade auf meiner. Oh Mann, das ist nicht einfach. Hier. Heute gibt es Kaustäble, dann stinken sie nicht so. Ihr müsst es ja nicht riechen, aber ich habe es neben der Nase. Und die Ivy, die wird an einem sehr guten Platz liegen. Mehr werde ich dazu nicht sagen, weil ich möchte bestimmte Personenkreise und auch die Hunde schützen. Schlicht und einfach, weil ich erfahren habe, dass die Natalia auch mit ihrer Co-Trainerin schon mal wohl drüber gesprochen haben, meinen Hund zu klauen, zu überfahren, zu vergiften. Und das finde ich dann einfach nicht so witzig. Also wie gesagt, ich habe es gehört. Ich weiß nicht, ob es so stimmt. Ich gehe davon aus, dass es so stimmt, aber möchte jetzt hier keine falschen Beschuldigungen in die Welt werfen, sondern nur mal so, wie ich es eben gehört habe. Und ihr könnt euch vorstellen, wenn man sowas hört, dann möchte man einfach Hunde schützen. Ja, dann das eigentlich letzte Thema. Ich wollte heute nicht so lang machen, dass ihr noch was vom Abend habt. Ich hoffe, ich kriege das jetzt zeitig. Ich habe Spickzettel, es geht nicht anders. Entschuldigung, ich weiß nicht warum. Meines Wissens ja, Senta di Natalia ist in Ungarn aktuell. Und Udo ist auch da, schön. Ja, und was sie dort anstellt, weiß ich nicht, aber was ich weiß, das ist, dass die Verhandlung war, auch das ist mittlerweile ja bekannt gewesen, dass aus diesem Mietshaus Möbel entwendet wurden. Inzwischen, das habe ich vor 2 Tagen, ich glaube vor 2 Tagen habe ich es erfahren, war die Verhandlung. In Ungarn laufen die Verhandlungen etwas anders ab, auch die strafrechtlichen Verfahren, das sind auch die Geschädigten sind, übernehmen da praktisch die Rolle des Staatsanwalts. Das war bei mir bei der Körperverletzung auch so. Anwälte waren auf keiner der beiden Seiten dabei, war nicht nötig. Und dann, wie hat die Vermieterin das gesagt? Also sie fand das ein, also so skurril oder so, wie hat sie es formuliert? Also es ist alles komplett anders. Sie hat noch nie eine Verhandlung so erlebt. Und oh, ich habe nicht so ruhig lange. Und die Sabine ist dabei. Die Sabine ist, ihr kennt auch die Sabine, Sabine, ich kann das sagen, denke ich. Und zwar habt ihr die Sabine auf manchen Videos gesehen mit Nero, wie er mal in Deutschland trainiert wurde, Schäferhund Nero. Auch bei, ich weiß nicht, also beim Nero, das weiß ich jetzt auswendig, ich weiß nicht, ob sie noch mal wo dabei war. Sabine war, kann ich wohl sagen, eine Freundin von Alex. Dazu, das ist jetzt aber, würde jetzt zu weit führen, dazu was zu sagen. Das ist jetzt auch im Moment nicht unser Thema. Aber das hat mir, ihr seht es ja im Chat, stimmt, dass sie das
gesagt haben. Und ja, ich meine, man sagt vieles oft in der Wut oder so. Nur, also wenn ich höre, um mich zu schädigen, dass man meinem Hund schaden möchte. Es wurden ja auch schon Lügen über meine Tochter, über meine Mutter erzählt. Und das sind einfach die Dinge, die finde ich nicht mehr gut und nicht mehr witzig. Ja, jetzt zu der Verhandlung. Also da muss ich mich jetzt wirklich ein bisschen konzentrieren. Ich hoffe, ich kriege es euch so wie gewohnt sortiert. Einigermaßen. Also es war diese Verhandlung, es war ein Übersetzer dabei, den kenne ich auch von den Verhandlungen. Der Richter, also es wurden dann, jeder musste seine Situation schildern. Und die Vermieterin, die war sehr überrascht, wie überzeugend, also sie hat gemeint, die Natalia hätte ein sehr selbstsicheres Auftreten gehabt, dann wäre sie von dem auch, was sie gesagt hat, sagt sie, die ist da völlig überzeugt, die bringt es auch rüber, völlig überzeugt. Also wenn ich euch jetzt beispielsweise völlig überzeugend erklären würde, dass die zwei Hunde, die ihr jetzt gesehen habt, rot und blau waren, dann erzähle ich euch das so, als ob die Hunde wirklich rot und blau sind. Und ich erzähle euch das so, dass das ein Außenstehender sogar so wahrnehmen würde. Das ist unglaublich. Auf jeden Fall war die Seite von der Vermieterin ebenso. Ich muss gerne mal nach Ella schauen. Ja! war die Seite von der Vermieterin so, die Schilderung, dass die Möbel in dem Haus mit vermietet waren und dann gefehlt haben. Nachdem diese Möbel ja in einem Video, das in Waschpör gedreht wurde, bei einem Livestream, oder nee, war kein Livestream, war nur so, glaube ich, ein Video. Weiß gar nicht, was auf dem Narzisstenkanal dieses Psychologie... Schlag mich tot, ihr wisst, was ich meine. Und da sah man eben diese Möbel, auch die Vermieterin hat es gesehen, hat daraufhin eine Anzeige gemacht wegen Diebstahl. Die hat sie vorher schon gemacht, aber da war dann der Beweis, dass es wirklich in Waschpür waren, die Möbel. Und diese Möbel kam dann auch die Polizei und jetzt war dann diese Verhandlung und die Vermieterin hat es auch so geschildert, wurde also gestohlen. So, dann kam die andere Seite, die Angeklagte und ja, BS, wie ist denn das Endergebnis? Kommt schon noch. Also von dem Film erfahrt er auch nicht das Ende am Anfang. Die Seite von der Angeklagten Seite aus sah dann so aus, dass die Vermieterin gesagt hätte, sie dürfe mit den Möbeln machen, was sie wolle. Daraufhin wurde die Vermieterin gefragt, ob das denn so stimmt. Sagt sie, es kann durchaus sein, dass sie gesagt hat, ihr liegt nicht viel an diesen Möbeln und die Mieterin, die Natalia, darf die Möbel auch stellen, wie sie möchte. Innerhalb des Hauses natürlich. Nur, es gibt dann wohl Leute, die es so interpretieren, ich kann die Möbel stellen, wie ich will, auch in einem anderen Haus. Also das ist schon eine sehr weitläufige Interpretation. Gut. Und unterm Strich war es dann so, Moment, ich spick wieder, dass ich euch die schönen Details nicht vergesse zu erzählen. Und ja, dann waren auch noch ein paar Ausraster der angeklagten Seite, wo die Natalia dann auch gesagt hat, ja, und die Vermieterin hat sie auch gefilmt und alles Mögliche, weil es waren, nachdem der Mietvertrag ja beendet wurde, wurde kulanterweise noch erlaubt, einen Monat länger die anderen Sachen vom Grundstück zu räumen.
und aufzuräumen, dass noch ein bisschen mehr Zeit und Luft ist. Ja, ja, genau, die Möbel wären verbrannt. Und dann jetzt hast du mich rausgebracht, Pinky, siehst ja, und in diesem Zeitraum hat die Vermieterin auf ihrem eigenen Grundstück Kameras angebracht. Einfach, um auch Diebstahl zu vermeiden. Von wem auch immer, aber nachdem sie sowas ja bereits erlebt hat, gebranntes Kind scheut das Feuer, weiß man ja. Und also, by the way, bei mir kommt auch keiner mehr ungesehen rein. Also, ich meine, auch ich möchte mich und meinen Hund schützen, ganz klar. Und dann hat sie eben vor Gericht behauptet, sie hätte sie gefilmt auf dem Grundstück, da wären Kameras aufgehängt. Diese Kameras wurden übrigens geklaut. Dann. Und ja, von wem auch immer. Da lief leider keine Anzeige dann. Achso, noch ein Ausraster. Es war, ja, ja, es ist schon abgebrüht, finde ich auch. Es war dann auch so, dass noch ein weiterer Ausraster kam. In dem Mietvertrag war, aufgrund dessen, dass noch ein, zwei Sachen gemacht werden mussten, war die Vermieterin kulant genug, dass von, ich glaube, August bis Dezember, nagel ich mich jetzt bitte nicht genau auf die Monate fest, keine Miete bezahlt werden musste und danach erst ab Januar. Nachdem dann aber die Kündigung ja pro 20 auf musste sie raus, kam, hat dann noch kulanterweise bis Ende Dezember das Grundstück zu räumen, hat die Natalia, der Vermieterin, dann 200 Euro einmalig überwiesen. Als Miete. Die Vermieterin hat gesagt, nö, sie will keine Miete, weil der Mietvertrag ist gekündigt. Sie hält sich daran, dass sie keine Miete möchte. Aber sie behält das Geld ein für die Nebenkosten. Weil, wie die Natalia in meinem Haus war, Stellen mit Stehlen. Marzipanrittersport, meinst du, das ist nur eine falsche Rechtschreibung war? Weil H und L, also dieses kleine Bögelchen, kann man ja, das ist durchaus möglich. So habe ich es noch gar nie gesehen. Ja, und diese 200 Euro wurden dann für die Nebenkosten verwendet. Strom, Wasser. Gas ist da, glaube ich, nur eine Gasflasche drin gewesen, aber Strom und Wasser lief ja auf die Vermieterin. Und die Sache ist die, es war vereinbart, auch im Mietvertrag, dass das umgemeldet wird auf die Natalia, die Nebenkosten, was aber nie geschehen ist seit August. Also wochenlang nicht. Das Problem hatte ich ja in Waschbür in meinem Haus, dass die Natalia, nachdem ich ihr die 5% übertragen habe von dem Haus, die Nebenkosten auf ihren Namen anmelden sollte. Hat sie nie gemacht, nachdem sie aus der JVA entlassen wurde und ich auf sie gestoßen bin in Ungarn, wo sie mich nicht in mein eigenes Haus gelassen hat und so weiter. Hat sie ja dann auch mir ins Gesicht gelogen, die Nebenkosten mit der Mutter ihrer Freundin, die dabei war. Das war damals die Mutter von der Daniela, die mit ihr in Ungarn unten war. Hat sie mir, beide haben mir ins Gesicht gelogen, die Nebenkosten sind schon umgemeldet. Waren sie natürlich nicht. Ich habe ja mittlerweile einen Prozess gewonnen, wo ich die Nebenkostennachzahlung von der Natalia dann zugesprochen gekriegt habe. Und da lief es wohl ähnlich. Und während der Gerichtsverhandlung
hat Natalia dann behauptet oder ist sie ausgerastet, hat gemeint, die Vermieterin hat dann gesagt, noch sind wir passiv, deine Körpersprache, die sagt ja alles und irgendwie, sie möchte die Miete zurückhaben. Sie hat aber nie Miete bezahlt. Es wurden damit wirklich, das hat ihr die Vermieterin auch sofort mitgeteilt, die Nebenkosten verrechnet, die sie nämlich sonst nicht bezahlt hätte. Und das war, naja, das gleiche Spielchen. Und der Dolmetscher hat dann, na, landläufig gesagt, die Natalia zurückgepfiffen. Allerdings war er sonst gefühlt, wie es wirklich war, ich war nicht dabei, schon ja, auf Natalias Seite ist jetzt vielleicht nicht so ganz richtig formuliert, aber wohlgesonnen, keine Ahnung, wie ich es formulieren soll. Also die Vermieterin hat sich ein bisschen auf verlorenem Posten gefühlt. Dann, ach so, die Möbel. Die Möbel stellen, wie sie will, stehen, ne? Hat dann die Natalia gemeint, sie kann das alles mit WhatsApp beweisen und hat dann aber diese besagten WhatsApp, diese Nachrichten nicht gefunden. Sage ich jetzt mal nichts dazu, weil vielleicht wurden sie ja auch nie so in der Form geschrieben, mal in den Raum gestellt, einfach als Option, als Möglichkeit mit ein bisschen meiner Meinung dazu. Dann ging es weiter. Ach, genau, noch so ein netter Satz. Natalia hat dann sogar gemeint, sie hätte die Möbel gerettet, dass sie nicht weggeworfen werden. Entschuldigung, dass ich lachen muss, aber ja, sie hätte die Möbel gerettet, damit sie nicht weggeworfen werden. Hunde retten, Katzen retten, Möbel retten. Jo. Pfadfinder retten. Na? Gut, und der Richter hat dann so entschieden, dass Natalia die Möbel zurückgeben muss. Die Vermieterin war dann leicht überrumpelt, weil sie wurde dann auf einmal gefragt von dem Dolmetscher, der konnte als einziger oder hat Deutsch gesprochen, ob sie ein Auto mit Anhängerkupplung hat. Da waren auch noch die Polizisten mit dabei, die bei der Verhandlung, die da auch vernommen worden sind, das waren wohl diejenigen, die bei der Natalia im Haus waren nach der Diebstahlanzeige. Und da hat dann, sagt die Vermieterin, ja, ich habe eine Anhängerkupplung. Ja, dann können wir die Möbel gleich holen. Und einer der Polizisten hat dann irgendwie einen Anhänger. Nein, den kaputten Kühlschrank hat sie übrigens nicht gerettet, der fehlte. Aber das ist der Vermieterin dann irgendwo auch egal gewesen, hat sie gesagt. Mein Gott, dann ist der halt nicht mehr da. Und ja, es wird alles nur verkannt, ich weiß. Und dann hat einer der Polizisten, so wie sie das mitgekriegt hat, einen Anhänger organisiert. Dann ist der ganze Trupp nach Waschpörk gefahren, vor bei der Natalia. Das habt ihr ja gesehen, wie ich damals Pelia geholt habe. Ihr kennt ja diese Situation. Von außen konnte sie dann aber diese Tür nicht aufsperren, also nicht das große Tor, sondern diese Tür, die sie da eingebaut hat. Das Gartenzugangstor, wie auch immer, ist dann über den Zaun geklettert und hat von innen aufgesperrt. Die Vermieterin selbst war weder auf dem Grundstück noch im Haus. Die Polizisten haben geholfen, die Möbel auf den Anhänger zu tragen. Im Haus waren sie aber wohl auch nicht. Die Hunde haben gebellt, wahrscheinlich im Zwinger, Vermutung von mir, weil die Vermieterin hat sie gehört. Und ja, dann kamen die Möbel alle auf den Anhänger. Die hatten auch so einen Aufkleber drauf. Ich vermute, wie die Polizei damals drin war, wurden diese Möbel
als Beweismaterial gekennzeichnet oder quasi vorsorglich beschlagnahmt, bis die Verhandlung ist oder irgendwie sowas. Ich kenne da die rechtlichen Möglichkeiten nicht. Auf jeden Fall waren die mit dem Pepper markiert. Kamen dann auch ein Stück nach dem anderen, wurde rausgetragen auf den Hängerklan. Sage ich, ja, Frau so und so, wie haben Sie die dann abgeladen? Ja, da haben dann auch die Polizisten geholfen, das ist ja nur das nächste Dorf, und da waren sie dann, haben die Sachen bei ihr reingestellt. Ja, Gerichtsverhandlungen und die Umsetzung des Ergebnisses auf ungarische direkte Art, es ist, ja, muss wirklich lustig gewesen sein auf eine Art. Das Fazit von der Vermieterin war dann, es ist irgendwo eine wunderbar skurrile Geschichte. Das Bemühen von den Personen war gut und es war auf eine gewisse Art sensationell, das zu erleben, und es war einmalig. Und wenn der Staatsanwalt oder der Richter den Fall dann abschließt mit den Papieren, dann ist für sie der Fall erledigt. Die Natalia wollte diese besagten WhatsApp-Nachrichten noch nachreichen. Ich denke, da wird nichts kommen und das Urteil wird dann in, ich weiß nicht, wie lange dauert, 2 Wochen oder so, rechtskräftig, muss dann auf Deutsch übersetzt werden und der Vermieterin geschickt werden. Und das war ja bei mir damals auch. Hat sie dann keine Strafe bekommen? Ich weiß es nicht. Die Sache ist die, das wurde ich ja auch gefragt, ob man Frieden schließen will. Und das war eben so, dass die Möbel halt zurück mussten. Und es ist so, dass die Behörden dort so relative Kleinigkeiten vom Tisch haben wollen. Ob da jetzt seitens des Diebstahls ein Eintrag besteht oder ob die Natalia da eine Geldstrafe kriegt oder irgendwas, das weiß ich nicht. Wie gesagt, ich kenne da das juristische Vorgehen nicht. Es kann aber auch sein, dass es damit erledigt ist. Ich warte ab, ich werde den Kontakt halten und dann eben nachfragen, wie die Urteilsbegründung ist oder so. Das steht ja dann da alles drin. Ja, das war, ja, normal wird sowas, ja. Ja, Diebstahl ist kein Kavaliersdelikt, aber Körperverletzung ist auch kein Kavaliersdelikt und wurde trotzdem, war ich in der Rolle, also habe die Rolle des Staatsanwalts übernommen, beziehungsweise umgekehrt, wo ich ihr angeblich ja bei dem Rottweiler das Pfefferspray ins Gesicht gesprüht haben soll, was ja nicht gestimmt hat. Da war die Natalia, hat die Rolle des Staatsanwalts übernommen. Ich habe das System auch nicht wirklich begriffen, aber es ist wohl bei diesen kleinen Strafdelikten was anderes, und es ist wahrscheinlich auch wieder was anderes, wenn man wiederholt Sachen stiehlt oder wenn man einbricht. Also es war ja jetzt in dem Fall kein Einbruch, sondern sie hat ja in Anführungszeichen nur aus einer Wohnung, die sie berechtigt war zu betreten, da Mietwohnung, Möbel mitgenommen. Und nach ihrer Schilderung war es so, dass es wohl ein riesengroßes Missverständnis war, weil ja die Vermieterin gesagt hätte, ihr liegt nichts an den Möbeln oder an den Möbeln hängt, ihr hört es nicht und sie kann sie stellen, wie sie möchte. Und da hat die Natalia das einfach komplett missverstanden. Ob sie leid getan hat, weiß ich nicht, was sie da genau formuliert hat, keine Ahnung, auf jeden Fall hat die Vermieterin eben auch gemeint, sie hätte das sehr überzeugend rüberbracht, aber eben die Beweislage mit diesen fehlenden WhatsAppen konnte sie nicht bringen. Die Beweislage, dass die Möbel
im falschen Haus waren, war da. Aber wie die Richter damit nach den Paragraphen und so und den hiesigen Gepflogenheiten umgehen, ich weiß es nicht. Ich denke, hier wäre es anders gelaufen, könnte ich mir vorstellen. Ich hatte sowas noch nicht, aber ja. Moment, ich muss wieder lesen. Ja, also ich denke auch, dass es in Ungarn deutlich einfacher ist als hier. Und es wird mit Sicherheit Gründe haben, warum dieses Land gewählt wurde zum Auswandern. Was ich noch erfahren habe, dass keine Ahnung, was dem Gericht auffällt. Es sind ja auch immer mal andere Richter. Und ein Richter, also ein Tanzpartner von mir, der ist auch Jurist. Und ein Jurist, ich habe mit dem schon manche Sachen so ein bisschen durchdiskutiert und so, also allgemein. Und also gerade wir Frauen sind ja da sehr emotional oft, was Streitfragen betrifft. Und ein Jurist sieht es ganz klar, der verkettet diese Fälle nicht. Wenn es eine Wiederholungstat ist, beispielsweise immer wieder Einbrüche oder immer wieder ein Autodiebstahl oder immer wieder Alkohol am Steuer, dann ist es was anderes, wenn der Richter das dann zusammenfasst. Aber wenn ein einziger Fall von Diebstahl vor Gericht ist, dann darf der Richter nur diesen einen Fall nehmen. Und dieser eine Diebstahl der Möbel hat nichts mit der Körperverletzung mit mir zu tun, hat nichts mit den anderen Dingen zu tun. Es war ja auch schon einmal ein gestohlener Hund bei ihr, wo sie gesagt hat, der sei am Straßengraben gewesen und sie hätte ihn da gerettet und was weiß ich. Also auch wieder eine komplett andere Geschichte und die Leute haben gesagt, die hatten aus dem Grundstück rausgeklaut. Wie es wirklich war, werden wir nie erfahren. Wir waren nicht live dabei. Möchte ich jetzt auch eben keine Behauptungen aufstellen, aber es ist halt. Keliari, ich stänkere nicht weiter. Wer auch immer das ist, ich berichte das, was ich höre. Ich berichte das, was die Community interessiert. Und ich berichte diese Dinge sachlich. Ich kennzeichne meine Meinung. Und ich erzähle, dass ich es so gehört habe. Ganz einfach. Oh mein Gott, ja. Ich bin ein sehr sachlicher Mensch. Ich erzähle Dinge, die Tatsachen sind. Hallo Jasmin. Und hallo Kelly. Dann sage ich Kelly. Und ich weiß nicht, was dich stört. Ganz einfach. Im Großen und Ganzen war es das jetzt schon, was ich erzählen wollte. Wenn ihr noch was wissen wollt, dann rührt euch einfach. Wer sagt denn, dass sie den gelöscht hat? Ich sage nach wie vor, die haben... Ja, das kann sein, die Kanäle, dass die gelöscht wurden, ich weiß es nicht. Ich habe nichts gemeldet, habe aber erfahren, dass einige andere wohl was gemeldet haben. Ich weiß gar nicht, ob die Kanäle noch vorhanden sind, Jesse. Ich habe im Moment nicht wirklich Zeit gehabt. Kelly, dann erklär doch mal, warum wir armselig sind. Ich wüsste nicht, warum. Ja, ja, ob das jetzt eine Kelly ist oder die Natalia. Ich habe keine Angst vor Fragen, weißt du? Weil Dinge, die ich als Fakten erlebt habe, kann ich erzählen. Ich kann Dinge erzählen, die ich gehört habe und sage euch ja, ich habe es so gehört.
und fertig. Und ob jetzt Kelly und Natalia eine Person ist, das möchte ich jetzt gar nicht unbedingt so sagen, das weiß ich auch nicht. Aber vielleicht äußert sie sich ja noch dazu, Kelly, wenn du was sagen möchtest. Und irgendwo, Moment, muss mal zurückscrollen. Kelly, du hast vorher gefragt, was jetzt das Problem ist. Natalia hat ihren Kanal gelöscht und das ist auch gut so. Ja, es ist gut so, das ist relativ, für wen es gut ist. Ich finde auch, wenn ich im privaten Bereich generell mit Leuten zu tun habe oder Leute beobachte, wo ich sage, die führen sich unmöglich auf, haben auch diese Leute ihren Sinn und Zweck, genauso wie Kanäle mit Videos, die mir nicht gefallen, weil jeder kann auch noch als schlechtes Beispiel dienen. Finde ich jetzt auch eine Option. Ja, die Hunde, die waren, soweit ich es mitbekommen habe, zweimal für 4 Wochen allein, also sprich auf dem Grundstück und wurden vom Nachbarn wie immer gefüttert und mit Wasser versorgt. Warum ist der Karma-Kanal von den Sohn noch online? Ich habe keine Ahnung, Antoni, warum der noch online ist. Im Grunde genommen sind es Rap-Songs mit einigermaßen anonym gehaltenen Inhalten. Über das Gesangliche lässt sich streiten und fertig. Egal ob gelöscht. Natalia ist bösartig, hat sich nicht ändern. Die leiden meine Hunde. Sabine, muss ich dir zustimmen? Genau, Angelina. Der Max Mustermann-Kanal. Das ist doch jetzt der Rap-Kanal. Der heißt ja jetzt Karma Coming Soon. Also mein Coming Soon gefällt ihr wohl nicht, wenn sie das jetzt gleich in ihren Kanalnamen integrieren muss. Ja, unabhängige Kunst. Kann schon sein. Kann es sein, dass es die Center, die Natalia hat den Vertrag selber geschrieben. Ich habe ihn also nur sprachlich noch ausformuliert, rechtschreibtechnisch korrigiert und ein oder zwei Inhalte noch versucht deutlicher zu formulieren. Ja. Aber er ist nicht von mir formuliert worden. Sie wollte auch immer feste Raten, feste Beträge jeden Monat zahlen oder drinstehen haben, weil es dann überschaubarer ist und ja. Y@X, zerstörender Inhalt, meinst du den Rap, nehme ich an? Ja, das Drama. Mann, ich muss echt lesen, Leute. Ich finde schon, dass Natalia den Vertrag falsch interpretiert. Sente, sie hat ihn nicht. Ja, was heißt das? Sie hat ihn falsch interpretiert. Sie hat ja auch falsch interpretiert. Sie kann die Möbel stellen, wie sie möchte. Ja, Doris, ich finde auch. Also sehe ich genauso. Tja, nackte Realität.
Das ist wohl die nackte Realität. Jasmin, ich denke, dass sie irgendwo, wenn sie 4 Wochen weg ist, ohne ihre Hunde, wird sie ja wohl nicht in Urlaub fahren. Also irgendwo irgendwas arbeiten. Angelina, von meiner Seite aus gibt's nichts Wichtiges. Ich habe jetzt meine Sachen soweit gesagt, was ich euch mitteilen wollte. Eine Sache noch, Angelina, ist mir eingefallen. Und zwar ist Natalia gerade oft mit jemand in Osnabrück in dem Restaurant. Da habe ich, wie ich das Haus an Paul verkauft habe, waren wir da öfter beim Essen. Und das ist ein sehr nettes Lokal. Ich war da auch allein schon drin und habe gegessen, weil das ist super günstig, super gut. Das ist so, ja, ungarische Hausmannskost. Also die haben so Sachen wie Lungensuppe, also auch billiges, gutes Essen. Und einfache Küche und aber auch Geschnetzeltes mit Fleisch. Die haben ja so querbeet oder mal Schnitzel mit Pommes, aber so gut und auch die Salate mit hausgemachten Krautsalat und oh, ich habe Hunger, stelle ich gerade fest. Also wirklich fein. Und da ist sie wohl sehr oft in Begleitung von meinem Käufer gesehen worden oder wird ständig gesehen und die gehen da essen. Und genau mit ihm, ich weiß jetzt nicht, wo die Vermieterin sie gesehen hat, wo sie miteinander gesprochen haben, das habe ich jetzt nicht nachgefragt, ob der beim Gericht dabei war oder danach oder eben ob die Vermieterin auch da beim Essen war und sie da gesehen hat. Und es war wohl noch ein kurzer Wortwechsel zwischen Natalia und der Vermieterin. Und dann hat Natalia nur gesagt, das hat mein Mann jetzt aber auch gehört. Und ein Schelm, wer Böses dabei denkt. Müssen. Moment, ich muss doch gucken, wenn nichts mehr ist. Ja, also ich versuche eben auch immer die Fakten zu bringen, zu liefern und zu beweisen. Angelina Bacchus, da habe ich eigentlich das meiste im Video gesagt oder geschrieben und weiß nicht, wer so eng denn. Ich weiß nicht, Y et X, das spricht sich ein bisschen komisch aus, wie dicke die zwei sind, keine Ahnung. Aber ich habe ihn gewarnt. Mehr kann ich nicht tun. Und ja, es ist jedem selber überlassen, was er mit seinem Geld, mit seiner Zeit macht, mit wem er Umgang hat. Mein Mann, nein, da saß eben ihr neuer Nachbar mit am Tisch. Und also nach Beschreibung von der Vermieterin. Und da hat Natalia eben gesagt, das hat mein Mann jetzt aber auch gehört. Vielleicht hat sie auch genuschelt und hat was anderes gesagt oder die Vermieterin hatte einen Pfropf im Ohr und hat es falsch verstanden. Es gibt ja tausend Varianten, also ohne da irgendwem irgendwelche Worte in den Mund legen zu wollen, aber so wurde es mir berichtet. Ja, Kerstin ist eine Möglichkeit.
Doris, ich weiß es nicht, worauf wer steht. Keine Ahnung. Ich weiß nur, dass sie sehr überzeugend sein kann. Und wenn ich jetzt einen neuen Nachbarn habe und mit dem klarkommen muss, weil der eben nun mal neben mir wohnt, dann würde ich auch versuchen, mit dem oder derjenigen auszukommen. Ja, Center, ja. Da ist ja schon mal eine Zwischentür gewesen. Vielleicht gibt es ja gar keine Zäune mehr. Ich war ja schon länger nicht mehr unten. BS, dem stimme ich zu. Ich habe das ja auch in einem Kommentar geschrieben, dass, ja. Angelina, meines Wissens behält er den Max. Kerstin, du meinst sicher Nachbarschaftshilfe. Ich stelle mir gerade vor, wenn ihr auch reden könntet, da ging hier was ab. Stimmt, Jessie, ja. Das ist dann doch öfter. Na, sie war ja, wie war denn das? Das war doch im Januar. Also es war... War sie nicht über Weihnachten weg? Oh Gott, ich habe die Daten gar nicht mehr im Kopf. Und dann war sie wieder da, ein paar Wochen, und jetzt, dann war sie wieder 4 Wochen weg und jetzt ist sie wieder da. Vielleicht gibt es ja so Jobs, die man, wie soll ich es formulieren, blockweise ausüben kann. Wir würden alle miteinander reden, ja. Also solange ich meine Geschichten nicht durcheinander bringe und die ganzen Sachen, hoffe ich. Ups, meinst du, Doris, wenn alle gesperrt werden? Das kann natürlich sein. Also ich erzähle jetzt einfach hier mal aus dem privaten Nähkästchen. Die Kerstin hat es ja eh schon geschrieben. Wir haben uns vor kurzem persönlich kennengelernt. Ich bin mit meinem Wohnmobil ursprünglich aus anderen Gründen Richtung Norden gejuckelt und habe dann mit Kerstin und mit noch jemand, die ich hier über den Kanal kennengelernt habe, gesagt, ja, Nachbarschaftshilfe, dass wir uns eben treffen. Und wir haben uns dann, die Kerstin, die wohnt ja eben auch im Norden, die kam dann uns ein Stück Richtung Süden entgegen. Wobei, für mich war das immer noch hoher Norden. Ich habe ja gesagt, Leute, für mich seid ihr ja alle Fischköpfe. Nein, wir sind ja nicht an der Küste und bla bla. Also für mich als Allgäuer ist alles südlich vom Weißwurst-Äquator Norden. Y et X, ihr würdet mich alle überfordern. Frag mal Kerstin. Ich kann reden, ich kann viel reden. Kerstin aber auch. Über meinen YouTube-Kanal haben wir uns kennengelernt. Und die haben mich dann per E-Mail, meine E-Mail ist ja bekannt, angeschrieben und ich habe geantwortet und so sind wir dann in Kontakt gekommen und haben dann mal telefoniert und haben dann, nachdem ich dann unterwegs war, gesagt, okay,
trifft man sich mal, dann ist es, dann habe ich auch mal ein Gesicht, weil ich weiß ja nicht, es könnte ja hier theoretisch, die Doris Krüger könnte ja auch ein alter, grauhaariger, vollbärtiger Mann sein, zum Beispiel. Also gehe ich jetzt nicht davon aus, Doris, aber ich weiß es ja nicht. Ich habe ja keine Gesichter von euch. Ihr habt meins. Bisschen Faltenbügel. Tja, BS. Sehe ich auch so. Haha, ich komme ja nicht mal zum Reden. Ja, weil ich ein bisschen lesen muss. Was hattest du gesagt? Was habe ich gesagt? Kinder der Freude. Ja, natürlich ist eine gewisse Person schuldig daran, dass die Kinder der Freundin weggenommen wurden. Ich kann euch auch sagen, welche Person schuld daran ist, dass die Kinder weggenommen wurden. Nämlich in der Regel immer diese Person selbst. Wenn eine Mutter ihre Kinder oder ein Vater, je nachdem, wo die Kinder leben, oder ein Ehepaar, nicht korrekt versorgen, erziehen, alles, was zu den Elternpflichten gehört, dann, es muss also nicht zwingend eine komplette Verwahrlosung sein, es gibt da auch abgeschwächtere Formen, dann greift das Jugendamt ein und das Jugendamt ist dort nicht tätig geworden, durch mich, kann ich euch garantieren, weil da war wohl auch jemand schon schneller. Und ich meine, abgesehen davon, was damals mit dem Schäferhund und den Kindern war, ja, und auch ich habe da noch Kontakte aktuell. Und was da auch jetzt noch mit den Kindern, denen geht es übrigens sehr gut. Dort, wo sie jetzt sind, ich sage nicht, wo sie sind, ich weiß, wo die Kinder sind und es ist tippitoppi. Besser geht es nicht für die Kinder. Und ich war selbst nicht in der Wohnung, wo die Kinder geholt wurden oder so. Von dem her kann ich da nichts Genaues dazu sagen. Aber wenn das Jugendamt, also ich arbeite, ich bin ja, hat sich ja mittlerweile auch rumgesprochen, ich bin gelernte Erzieherin, ich arbeite in einem sozialpädagogischen Förderzentrum und wir haben auch in unseren Gruppen, ich bin in der SVE, das ist die schulvorbereitende Einrichtung, sprich, es ist sowas wie Kindergarten von der Altersklasse her, wobei wir viele Vorschulkinder haben, also die vor der Einschulung dann sind. Und wir haben auch Kinder aus Heimen, die also Heimen, Pflegefamilien auch, die aus irgendwelchen Gründen von den Eltern wegkamen. Wir haben auch Kinder, die bei den Eltern waren und dann vom Heim oder einer Pflegefamilie aus weiterhin zu uns kamen. Und darum weiß ich einfach mal eben so. Es gibt immer Jugendämter, die sehr übereifrig arbeiten. Auch solche Fälle kenne ich. Und es gibt Jugendämter, die teilweise ja, nachlässig arbeiten. Das kann man so nicht formulieren, aber die sich halt länger Zeit nehmen, um sich einen Überblick zu verschaffen. Das ist immer individuell verschieden. Das ist überall so. Es sind Menschen, die da arbeiten und der eine sieht es ein bisschen schärfer, der andere ein bisschen weniger scharf. Also im gewissen Rahmen hat da das Jugendamt einen Spielraum, aber solche Entscheidungen werden nicht übers Knie gebrochen. Moment. Ich muss wieder lesen. Doris, eine alte, grauhaarige Frau. Nee, nach Franken habe ich es nicht ganz so weit, Center. Ich weiß,
Aber in die Ecke komme ich im Moment nicht. Und ich habe im Moment wirklich, mir fliegen hier die bürokratischen Dinge um die Ohren, nicht nur was jetzt die Sache mit Natalia betrifft. Ich habe noch ein paar andere Sachen. Ich muss auch meine Steuererklärung machen. Ich muss mich um die Steuererklärung meiner Mutter kümmern. Ich muss mich um die Einkäufe meiner Mutter kümmern. Ich muss mich um die Wäsche meiner Mutter kümmern. Die arme, alte, abgeschobene Frau. Ihr wisst Bescheid. Wir haben neulich ganz toll auch ihren Geburtstag gefeiert und waren auch beim Augenarzt. Danach waren wir sehr schön essen. Ich habe mich überfressen. Und jetzt war es ganz schlimm, wie ich im Norden unterwegs war, auch bei dem anderen Kontakt, wo wir uns getroffen haben, die Kerstin und ich. Also wir waren da praktisch zu dritt. Ich bin verköstigt worden bis zum Platzen. Und der andere Punkt, wo ich einige Tage war, das war eine Fressorgie nach dem anderen, nach der anderen. Also schlimm, schlimm. Ich habe 5 Kilo zu viel und 2 bis 3 davon, gute 2, habe ich dort zugelegt. Also in diese, wie lange war ich unterwegs? 7 Tage. Ja, Jasmin, das Amt reagiert schon nur, wenn was Deftiges passiert. Sehe ich auch so, ist richtig. Ah, Jessie, kommst auch aus der brotlosen Kunst. Was die Stadt hat, oh, gar nicht, das kennt keine Gründe. Ja, richtig. Ups, Moment. Also, Sabine, das war doch, war das nicht hier gleich im Süden über die Grenze zu die Ösis rüber? Glaube ich, da war was, gell? Leute, ich war halt übrigens in Österreich, weil da konnte ich tanken. 1,63 E10. Bei uns hier in Kempten ist es zurzeit sauteuer. 1,78 oder so. Geht ja mal gar nicht. Kinder können. Ja, die können auch zurück. Aber da muss dann sich schon ganz gravottisch was ändern, dass die dann zurückkommen. Und die Kinder sind ja jetzt auch in einem Alter, der Große ist jetzt 10 geworden und hat sich wohl riesig gefreut, das erste Mal eine Geburtstagsparty zu veranstalten, fand er mega. Hat mich auch sehr gefreut für ihn. Und da werden die Kinder dann schon auch ein bisschen mit einbezogen. Und das Jugendamt ist ja da auch dahinterher bei sowas. BS mit ihren ungarischen Freunden. Ich habe keine Angst vor Wölfen, Sabine. Ich bin Löwe im Sternzeichen. Was wollen denn da so ein paar Wölfe? Aber ich sag dir gleich, ich heule nicht mit den Wölfen. Ein Ex-Freund von mir, der immer einiges an mir zu kritisieren hatte, auch noch hat, der hat mich vor, das ist jetzt auch schon ein paar Monate her, mit seiner Frau, der ist inzwischen verheiratet, ganz nette Frau, mag sie sehr gern, besucht, so ganz spontan, haben Kuchen mitgebracht, auch hast du einen Moment Zeit, wir haben Kuchen dabei, trinken wir Kaffee. Und dann hat er zu seiner Frau gesagt, weißt du, was ich schon immer an der Petra geschätzt habe? Egal wie unbequem der Weg war, sie ist ihren Richtlinien treu geblieben und ist nicht aus Bequemlichkeit den leichteren Weg gegangen.
Und das war für mich, ja, also ich fand es ein unheimlich schönes Kompliment. Also schöner, wie wenn jetzt jemand sagt, hast du tolle Ohrringe, sind deine Haare schön lang oder sonst was. Ich fand es, ich habe mich echt drüber gefreut. Deshalb, ich heule nie mit den Wölfen. Wovon sie jetzt lebt, weiß ich nicht. Sie ist ein Stehaufmännchen, ist immer gut durchgekommen und was ich sagen kann, weil ich das definitiv weiß, ich habe ja ein paar Titel, zwei vor Gericht, wo ich Geld bekomme. Und mir wurde neulich von einem deutschen Kontoinhaber, ausländischer Name, wurde mir ein Betrag überwiesen, unter Verwendungszweck eben dieses Aktenzeichen. Also warum diese Person, war glaube ich ein männlicher Name, wenn ich mich recht entsinne, das Geld für sie überwiesen hat, weiß ich nicht. Hat sie dort mit einem Hund gearbeitet und Geld verdient und das an mich überweisen lassen, anstatt dass es bar kassiert hat oder so. Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall sind wohl immer Leute da, wo man Geld locker machen kann. Und der Paul ist ein, wenn man unterwegs ist, ich würde sagen, ein Gentleman der alten Schule. So habe ich ihn kennengelernt, kann ich. Ich kann ja nur aus meiner Erfahrung berichten. Und er hat mich auch oft zum Essen eingeladen. Ich bin wirklich oft nicht zum Zahlen kommen. Und ich habe dann schon gesagt, Paul, also jetzt lass mich mal wenigstens beim Kaffee trinken, dass ich mal bezahlt habe. Und er hat dann gesagt, na, ist schon in Ordnung. Ich habe ihn dann bedankt. Ich habe mich auch sehr darüber gefreut, dass er das macht. Wir waren ja sind ja gut miteinander ausgekommen und ja. Ups, das springt ja gleich. Ah. Die wird arbeiten gehen. Deshalb. Angelina, ich vermute auch ja. Y at X, es gibt, wenn man wirklich arbeiten möchte, vielleicht nicht unbedingt, weil man arbeiten möchte, aber weil man Geld braucht, findet man immer irgendwas. Puh, Udo, das sind alles noch laufende Verfahren. Kann ich jetzt nicht mehr dazu sagen. Und ich kann nur sagen, es hängt von mehreren Faktoren ab. Daumen drücken, weil es geht um sehr, sehr viel Geld. Und das ist ja auch Geld, das ich mir auf die Seite gespart habe, um meine Rente, also meine Rente, mein Rentenalter zu finanzieren. Ich lebe relativ normal, mein einziger Luxus ist mein Wohnmobil, auf das ich auch stolz bin wie Bolle. Kerstin hat es ja gesehen und ich liebe dieses Teil. Ich liebe diese Unabhängigkeit, diese Freiheit und ihr habt ja das Foto gesehen, wo beide Hunde auf der Bank neben mir waren und da geschlafen haben. Auch hinten drin, wenn wir übernachtet haben. Ich schlafe da einfach genial gut. Also es gibt im Wohnmobil, hatte ich ein einziges Mal eine schlechte Nacht, seit ich es habe. Da habe ich regelrecht die Albträume gehabt. Da hat mich auch eine bestimmte Thematik sehr beschäftigt. Aber ansonsten, ich gehe in das Heckbett und schlafe. Vielen Dank.
Oh ja, Pinky. Aber wer möchte diese Hunde? Y@X würde auch verschenken, okay sein. Soll ich ehrlich sein? Ich möchte sie nicht geschenkt, weil ich hätte Angst um meinen Hund, wenn ich einen Hund bei mir hätte, außer bei der Mia. Ja, genau. Sehen. Upsala. Ja, genau, die Mia ist eine Liebe. Die kenne ich ja gut. Die anderen kenne ich ja nur Zaunbegegnungen. Aber immerhin, also immer sagen, Kasper, wenn ich sage, er soll die Klappe halten, der macht es sogar. Fand ich überraschend. Das stimmt, aber wenn die anderen. Ja, Pinky, ich weiß es nicht, ob sie es verkaufen würde. Keine Ahnung. Also, wenn man es jetzt so sieht, dann ist ja der Max nur ein Wach- und Schutzhund für 5.000 Euro, 4.000 Euro. Dann müsste ja der Kasper und weiß nicht, ob die Tanne auch ein Personenschutzhund ist, dann wären es ja mindestens 10.000 pro Hund, oder? Tschüss, Angelina. Ja, ich weiß nicht, meine Meinung. Bin kein Hundetrainer, bin kein Fachmann. Ich denke, wenn man die zwei Hunde, die bissigen Streifenhörnchen, trennen würde, würden sie sich mit Sicherheit auch anders verhalten, als wenn sie zusammen sind. Kerstin, ein Mega-Wohnmobil. Ja, finde ich auch. Ja, Udo, ich glaube, beim Hundetyp und was wir wollen, verbindet, also bei dem, was wir nicht wollen, verbindet uns hier alles was und uns beide speziell verbindet natürlich die Rasse vom Aussie. Was hat neulich jemand zu mir gesagt? Einmal Hüti, immer Hüti. Und ich glaube, das stimmt. Aber das, ich weiß das Gleiche auch von Dackelbesitzern, von Boxerbesitzern, von Windhundbesitzern. Also ist, wenn man mal so die Liebe zu einem Rassetyp hat. Meine Freundin zum Beispiel, die steht auf Schäferhunde und die hat einen Welpen ja von der Mia. Eigentlich wollte den ihr Sohn, jetzt hat sie ihn, der Hund hat sich ihr total angeschlossen. Hätte sie niemals genommen, so einen Hund für sich. Schäferhunde ihr Leben lang gehabt, aber der Hund und die passen einfach zusammen und sie würden um nichts in der Welt hergeben. Tschüss, Udo. Tschüss, BS. Nein, wir lassen uns von Schmutz nicht runterziehen. Immer sauber bleiben, ne? Ja, siehst du, Jessie, du bist ein Terrier-Freund. Ist jetzt überhaupt nicht meins, obwohl ich immer mal einen Jack Russell wollte oder einen Yorkie. Also ich wollte immer was Handliches und hatte immer 30 Kilo Hunde. Ja, Kerstin. Ich habe mit der Kerstin neulich
telefoniert. Und sie hatte die zwei Ridgebacks und hatte vor den beiden Ridgebacks oder gleichzeitig, das ging so ineinander über, es waren also immer mehrere Hunde, hatte sie einen Labrador. Und sie hat gemeint, ich habe sie gefragt, ganz ehrlich, würdest du dir wieder Ridgebacks kaufen? Sie hat gesagt, nein. Trotz Hundeerfahrung haben sie diese Hunde an ihre Grenzen gebracht und sie liebt ihre Hunde, aber der Ridgeback ist so ein spezieller Hund und ich sehe das genauso, weil ein Freund von mir aus der Schweiz, der hat auch einen Ridgeback, der ist jetzt mit einem umgebauten LKW Afrika bis Senegal runter an der Küste über Marokko. Und er hat aber auch festgestellt, dass diese Rasse sehr speziell ist. Also die ticken anders. Ich liebe Pinscher und Dobermänner. Könntest mich damit jagen? Von einer meiner ältesten Freundinnen hier in Kempten, die Tochter hat sich jetzt einen deutschen Pinscher geholt. Der ist aber zu groß geworden, irgendwie, ist ein Rüde. Und der, was hat sie gesagt? Der ist bestimmt so groß wie die Josie. Und das ist groß für einen Pinscher. Nee, größer sogar, weil der so lange Haxen hat. Ich habe ihn selber noch nie gesehen. Ein überdrehtes Vieh. Also meine Freundin, die hat gesagt, warum sich meine Tochter ausgerechnet so einen Dusselhund geholt hat. Das sehe sie. Also natürlich mag sie den Hund genauso und der ist Familienmitglied. Aber sie hat auch gesagt, jetzt haben sie noch ein Baby und fordert einen schon ganz schön. Und sie selber hatte, wir kennen uns schon sehr lang über mehrere Hundegenerationen. Und sie hatte von einem Eurasier, das war ihr erster Hund. Und dann kam danach ein Hovawart-Mischling. Der war auch ganz toll von der, vom Wesen her. Und jetzt hat sie so einen Straßenköter-Senfmix, Senfhund-Mix mit allem Möglichen. Der sieht ein bisschen aus, also farblich so rot-braun. Schäferhund ist es aber auch nicht wirklich. Also sie hat mal einen Gentest gemacht. Es ist hochinteressant, was da alles drin ist. So, also so Stockhaarfell, rotbraun, ungefähr so groß wie die Josie, aber breiter, kräftiger. Also vom Rücken, ich dachte immer, der Hund ist so fett, aber ist er nicht. Das ist wirklich die Rückenbreite, also der Rippenbogen. Gut, Leute. Ich denke, wir haben es für heute. Wenn ihr noch Fragen habt, letzte Gelegenheit und ansonsten wünsche ich euch einen chilligen Sonntag und noch Samstagabend und ich werde wieder Videos machen. Ich habe noch was auf Halde liegen. Ich habe nur im Moment wirklich sehr, sehr wenig Zeit und ich habe heute zum Beispiel mal einen Auszeittag für mich genommen, der so nicht geplant war, weil mir ist ein Fundtier dazwischen gekommen und die Wege wären sonst viel zu umständlich gewesen und ich habe dann gesagt, okay, ich bringe das Tier persönlich nach Füssen und da ich ja mal in Weißensee Füssen gewohnt habe, habe ich mich da mit einer Freundin getroffen, die ich seit 6 Jahren nicht mehr gesehen habe. Wir kannten uns früher über die Pferde, wie ich dort noch gewohnt habe und die hat mittlerweile ihren zweiten Hund. Und da sind wir heute eine schöne Runde in der Gegend vom Hopfensee spazieren gegangen, haben noch die Sonne und die Wärme genossen. Und dann werde ich morgen, nachdem es regnen soll, den Tag am Computer verbringen und nur hier von der Wohnung aus, ohne groß wohin zu fahren, mit den Hunden eine Runde laufen. Oh ja, Juleschka, da ist... Nein, Juli Sascha, nicht Juleschka, Juli Sascha, sorry. Da ist bestimmt immer was geboten. Ja, Jack Russell und Pinscher. Ich könnte mir vorstellen, dass der Schäfermix da noch der ruhigste ist. Oh, Bettina, du hast noch nichts mitbekommen. Aber wir sind am Ende.
Ich bin am Ende. Nein, ich bin nicht am Ende. Ich bin noch nicht fix und fertig. Gut. Dann würde ich sagen, ach Bettina, ich habe Hunger. Ich darf gar nicht sagen, was ich vorhin noch schnell gegessen habe. Ich habe so Hunger gehabt, weil ich seit in der Früh nichts mehr gegessen habe. Für den Früh ein schönes Müsli mit Banane, aber dann den ganzen Tag nichts mehr, nur ein Milchkaffee. Und dann bin ich vorher heimgekommen und habe vergessen, Hundefutter aufzutauen, habe dann noch schnell Hackfleisch für meine Hunde geholt, nachdem sie Hühnerflügel nicht mehr hatten. War ja super spät am Samstagabend dran und musste dann noch die Hunde füttern und habe mir dann, ich darf es echt nicht sagen, also ich achte ja sonst wirklich auf meine Ernährung, habe mir so ein Paket Fertig-Sushi geholt und habe mir das ganz schnell, das konnte ich so schnell mit den Fingern, konnte die Sojasauce drüber, Wasabi und diesen eingelegten Ingwer drüber und das schnell reinworfen, nebenbei die Hunde gefüttert und dann auch mit der Technik kämpfen müssen. Aber ich wollte euch hier nichts voressen und in die Kamera schmatzen. Das geht ja mal gar nicht. Und Kerstin, trotz meiner paar Pfunde im Moment zu viel, ich muss bis Juli abnehmen, da habe ich einen wichtigen Termin, wo ich gut aussehen muss. Habe ich mir heute ein Salted Caramel Eis und ein Brownie, also ein Schokoeis mit Brownies gekauft. Und eins davon werde ich jetzt garantiert noch die halbe Packung niedermachen. Und da freue ich mich jetzt auch drauf. Pfeif auf die Pfunde. Was habe ich heute Schönes gelesen? Moment, das war ein netter Spruch. Schokolade, wie war das? Schokolade ist Gemüse für die Seele. Und nachdem ich mich gesund ernähre, werde ich heute wohl das Schokoladeneis mit Brownies essen. Dann mach's gut. Tschüss, Jasmin. Ich verabschiede mich auch. Tschüss an die restlichen, die noch so da sind. Die Kerstin, die Jessie, Jule, Sascha. Und dann sehen wir und hören wir uns beim nächsten Mal. Macht's es gut!